Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen hier bei mir im Fjord. Ich habe mir das nächste Testschiff in den Hafen gestellt und das hier ist die Oshakov, ein Stufe 8 Kreuzer, leichter Kreuzer der UdSSR. Wie und wann und warum das Schiff ins Spiel kommen wird, ist noch gar nicht richtig klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist eine Herausforderung, dieses Schiff zu spielen, kann aber echt eine Menge Spaß machen. Wir haben nachher ein richtig schönes Gameplay für euch, wo wir auf der Stufe 10 unterwegs waren mit unserem Stufe 8 Kreuzer. Und ja, ich kann euch sagen, da solltet ihr auf jeden Fall unbedingt dranbleiben, wenn ihr das Gefecht sehen wollt. Ja, optisch, denke ich mal, der ein oder andere hat schon gesehen, das Schiff erinnert ganz, ganz doll an eine Smolensk, zumindest vom Rumpf her, hat aber sonst nicht so viel gemein mit dem Schiff. Nur damit wir einmal abgeglichen haben, hier die Brücke, achtet da mal so ein bisschen drauf, ich blätter jetzt einmal um. Ja, hier, das ist eigentlich alles gleich geblieben, bis auf die Türme hier vorne, die natürlich ausgetauscht werden. Blätter wieder zurück. Auch der Torpedowerfer ist da erhalten geblieben und so weiter. Also eine ganz spaßige Geschichte. Ja, sonst, wie gesagt, Nachladezeit ist definitiv länger. Wir haben weniger Läufe, wir haben hier Torpedos dabei. Das alles gibt es jetzt nebenbei in dem Gefecht. Ich möchte euch jetzt nur noch vorher mal die Panzerung zeigen. Wir haben hier 25 mm in den Kasematten und auch vorne und hinten. Jeweils 25 mm ist immer gleich, ne? Das doppelt sich ja. Und das versetzt uns in die Lage, dass wir Granaten bis einschließlich 356 mm Kaliber abprallen lassen können oder 357 mm Kaliber abprallen lassen können. So viel Zeit muss sein. Das ist also ganz cool. Ihr könnt also was wie Puerto Rico, Alaska, Kronstadt, Stalingrad und so weiter durchaus abprallen lassen, wenn die Winkel stimmen. Ja, das ist eben schon bei einer Smolensk nicht der Fall. Ne? Eure Oshakov kann hauptsächlich von Schlachtschiffgranaten hart penetriert werden von Kreuzern. Damit könnt ihr eben was gegen tun. Das finde ich super, super hilfreich. Die Zitadelle hat so wie bei der Smolensk eben 70 mm. Gut. Eine Sache noch, bevor es in Gefecht geht. Die Skillung in dem Gefecht war noch nicht optimal. Das heißt, es gibt das ein oder andere Mal einen Ausfall, wo es nicht unbedingt sein müsste, wenn man richtig geskillt hätte. Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert, aber ich will euch dieses Gefecht auf jeden Fall mal nicht vorenthalten. Wir sind nämlich auf der Karte Okinawa gelandet und wir sind hier als T-8-Schiff in einem fast reinen T-10-Gefecht. Ne? Da ist noch eine Charles-Martel als Gegner dabei, eine Bismarck und eine Benson. Das ist schon ziemlich strange oder ziemlich krass. Die Drake als T-9 haben wir noch dabei. Ja, also ist eine anstrengende Runde. Also zumindest als ich diese Gefechtsauswahl sah, habe ich so gedacht, okay, da können wir uns ja mal auf was gefasst machen. Aber ich habe mir von vornherein gesagt, ey, wir haben hier eine niedrige Erkennbarkeit. Genau das wollen wir jetzt ausnutzen. Aber wir wollen mal von vorne anfangen. Ne? Wir haben hier, ihr seht es ja unten links, nur 30.200 Trefferpunkte. Und das sind 2.000 Trefferpunkte weniger, als die Smolensk hat. Und die niedrigste Anzahl an Trefferpunkten auf der Stufe 8 für einen Kreuzer. Das ist wirklich beachtenswert, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben hier mit der Oshakov quasi den kleinen Bruder, den wir jetzt hier ausfahren, mit 152 mm Kaliber Geschützen. Das ist natürlich was anderes als bei der Smolensk, die ja noch ein kleines Kaliber hat und viel mehr Rohre. Aber die Dinger machen trotzdem ziemlich viel Laune, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben hier eine Ladezeit von 6,5 Sekunden. Ja, insgesamt 8 Rohre verteilt und die Turmdrehzeit ist nicht langsam. Wir haben 13,8 Sekunden, also auch relativ wendig von der Turmdrehzeit her. Maximale Streuung auf 15,2 Kilometer beträgt 128 Meter und auch der Alpha-Damage mit 2200, ja gut, er könnte ein Ticken besser sein, ist jetzt nicht so sonderlich hoch, aber die Brandwahrscheinlichkeit ist geskillt bei 15%. Der Viertel-Pen ist es nicht, sondern es ist ein Fünftel-Pen. Ja, seit Update 092 gibt es ja ein Fünftel Penetration für die leichten Kreuzer mit Abstufe 8. Hier sind es eben jetzt 30 mm Panzerungsdurchschlag. Das ist auch eine ganz ordentliche Geschichte. Man kann also bei diesem Kreuzer durchaus überlegen, IFAE zu skillen, ne, um den höheren Pen zu haben. In dem Gefecht hier bin ich jetzt ohne höheren Pen gefahren, aber eben mit einer höheren Brandwahrscheinlichkeit dafür, muss man sagen. Ne? Die Standardbrandwahrscheinlichkeit liegt bei 11%. Wenn man IFAE hier skillt, würde man runterkommen auf 5,5%, also 50% wird weggekattet. Und dann bekommt man ja 4% wieder rauf, weil die skillbaren Sachen wie Signalflagge oder Sprengmeister dann erst danach raufgerechnet werden. Wären wir bei 9,5% statt 15%.
Müsste man auch mal ausprobieren, aber ich wollte euch unbedingt dieses Gefecht zeigen. Dann haben wir noch eine AP-Granate dabei, 3300 Alpha-Damage. Beide Granatentypen fliegen mit 950 Meter die Sekunde. Heißt auch wieder typisch russisch, eher ein direkter Schuss, aber nicht so direkt, wie wir das schon gewohnt sind von anderen Kreuzern. Ne? Ihr seht es gleich, schießen wir hier auf die Bismarck. Also der könnte auch ein Ticken besser sein, der Bogen, finde ich, aber ist eben so. Dafür hagelt es eben gleich ein Brand bei der Bismarck und die ist sowieso ein bisschen mutig, wird hier schön, kann ich hier schön abfarmen. Und wo wir gerade bei den Geschützen sind oder bei der Bewaffnung sind, wir haben hier auch Torpedos dabei, die haben wir jetzt hier gerade ins Wasser geworfen, 2 Fünferwerfer, ja, links und rechts jeweils ein. Und der ist nicht etwa versehentlich jetzt gestartet worden, das war schon geplant. Wir haben hier nämlich eine Torpedoreichweite von 10 Kilometer. Ja, das ist irgendwie ein Torpedowerfer, der von der Dmitri Donskoy und von der Kutuzov kommt, irgendwie so in der Mitte. Denn beide haben ja nicht die Reichweite. Wir haben jetzt hier 10 Kilometer Reichweite und 56 Knoten Torpedogeschwindigkeit. Also schneller als das, was zum Beispiel die Italiener haben. Also und ja, auch der Alpha Damage ist mit 15.100 angegeben und nicht mit 14.400. Also alles irgendwie einen Ticken besser. 131 Sekunden steht jetzt hier als Ladezeit dabei. Ist auch nicht geskillt oder irgendwie verbessert, nur durch den Adrenalinrausch beim Kapitän. Aber das spielt jetzt keine so eine große Rolle. 1,1 Kilometer ist hier die Erkennbarkeit der Torpedos, zumindest in dieser Version des Schiffes. Die Bismarck hat das leider abgebremst und jetzt habe ich hier in der Zeit mal auf AP gewechselt. Seht ihr ja. Das war ein richtig guter Schaden, ja, 4000 und ein bisschen auf eine, ja, gut Breitseite Bismarck, aber das hat ordentlich gesessen, ne? War ja auch eine relativ hohe Kampfentfernung, muss man sagen, war ich positiv überrascht, wie viel Schaden ich da dann reindrücken konnte. Weiter geht's eigentlich mit der Flugabwehr, die ist jetzt hier, ja, okay, wir haben eine Mittel- und eine Langstrecke, 222 kontinuierlichen Schaden, eine Gesamtreichweite von 5,8 Kilometer und ihr selber geht aus der Luft auch bei erst bei 5,8 Kilometer auf. Also ihr könnt sofort schießen, wenn ihr offen seid. Würde ich natürlich nicht ganz so empfehlen, ja, weil der Maximalschaden wird erst bei 4 Kilometer eigentlich ja, verursacht. Und ihr habt hier eine Sektorverstärkung bei der Sektorpriorisierung von 50%, also könnt ihr euren Schaden ordentlich verbessern auf der anderen Seite. Ne? Nichtsdestotrotz wird es dafür sorgen, dass ihr in T10-Gefechten auf jeden Fall trotz alledem ein sehr, sehr schnelles Ziel seid. Ihr habt nur 30.000 Trefferpunkte und ein bisschen, das ist also nicht viel. Ihr habt keine Reparaturmannschaft, ihr habt keinen Nebel, also bleibt bei eurem Team, denkt da dran. Ja, das ist wirklich wichtig, wenn ihr die auf Charkov in der Version bekommen würdet. Ja, und was man jetzt auch gleich wieder gesehen hat, ja, auch wenn wir 25 mm Panzerung haben, durchs Deck kommt dann eine große Schlachtschiffgranate HE dann trotzdem durch. Das war von der Republik und die hat mich durchs Deck, ich glaube, Zitadelle. Also von dem Schaden her muss das eigentlich eine Zitadelle gewesen sein mit HE. Ja, das Deck wurde durchschlagen und dann auch noch die Zitadelle offensichtlich von oben. Müsste ich mir jetzt im Hafen nochmal angucken, wie genau das Deck da aufgebaut ist. Aber auf jeden Fall hat das ordentlich gesessen und die Hälfte der Energie des Schiffes ist quasi weg. Ja? Also ja, man braucht einfach Distanz, Distanz, Distanz und immer wieder müsst ihr in der Situation darauf achten, ob ihr irgendwie fokussiert seid. Bringt euch wieder so ein bisschen weg von der Front, wenn man zu nah dran ist. Vielleicht war ich auch ein Ticken zu offensiv, aber es ist ja, es ist halt immer so ein Balanceakt, sage ich es einfach. Man muss hier mit der Erkennbarkeit spielen, die hier auch relativ weit runter skillbar ist. Nämlich auf 9,1 Kilometer zu Wasser. Ja, 5,8 zu Luft, 9,1 zu Wasser. Und wenn ihr im Nebel stehen solltet und schießt, weil euch ein Zerstörer Nebel gelegt hat oder so, geht ihr 5,4 Kilometer auf in dieser Version des Schiffes. Höchstgeschwindigkeit 36,8 Knoten, 750 Meter Wendekreis und wir haben 6,6 Sekunden geskillte Ruderstellzeit. Also da ist das Modul eben eingebaut. Wir orientieren uns jetzt, nachdem wir so ein bisschen was bei A an Schaden gemacht haben, so ein bisschen in Richtung B an die Insel ran, weil ja, wir werden jetzt hier so ein Ticken zurückgedrängt. Bei C sind wir noch am Cappen und Team Rot hat jetzt gleich ja, ein Cap komplett und B steht halt unter Druck. Ne? Wir führen aber punktemäßig, müssen wir uns, glaube ich, jetzt
nicht so viel Gedanken machen, würde ich jetzt erstmal initiativ so sagen, stay focused, aber ja, wir können aus einer gesicherten Rückendeckung so ein bisschen agieren, würde man ja jetzt so denken. Wollen wir uns aber in der Zeit, wo wir hier die Drake verdeckt beschießen können, nämlich über diesen Berg, kommen wir geschickt rüber, ja, und gehen selber halt nicht auf. Das liegt auch wieder daran, dass wir eine geringe Reichweite haben, weil wir eben nur maximal so weit aufgeben können, wie weit wir selber schießen. Ne? Somit kann uns jetzt zum Beispiel hier die Republik und so weiter da hinten gar nicht richtig sehen, obwohl wir eigentlich nur eine direkte Sichtlinie hätten. Ne? Also das ist halt das Coole. Das hat ja auch Vorteile, eine kurze Reichweite zu haben. Wir haben hier ein Schadensbegrenzungsteam drin, ich habe hier die Premium-Version drin und wir haben hier eine Ladezeit von 54,15 Sekunden in meiner Signalskillung hier mit der 1000-Sasser-Flagge. Und eben beim Kapitän habe ich da auch noch was drauf. Dann haben wir das defensive Flakfeuer, was sicherlich ordentlich mit der Flugabwehr, mit dem Flugabwehrwehr zusammenarbeiten wird, aber macht wahrscheinlich trotzdem. In einem T10-Gefecht werdet ihr trotzdem ziemlich unterlegen sein, habe ich das Gefühl. Vom Überwachungsradar her, da könnt ihr euch schon mal gleich einprägen. Bei der Scharkow sind aktuell 10 Kilometer für Radar vorgesehen und nicht 12. Also nicht typisch russisch, sondern eher so eine Art amerikanischen Verschnitt. Wirkungsdauer soll hier mit 20 Sekunden angegeben sein. Und die Ladezeit ist 108,3 in meiner Skillung. Und wir haben auf einem separaten Slot dazu noch die hydroakustische Suche, Ortung von Schiffen 5 Kilometer und Torpedos 3,5 Kilometer. Das ist halt auch mal ganz, ganz nice, dass wir diese Sachen nicht auswählen müssen. Aber normalerweise ist es ja so, dass man defensive Flakfeuer und Hydro so ein bisschen untereinander austauschen muss. Das ist hier in diesem Fall, in diesem Gefecht eben nicht so der Fall. Jetzt tut uns der Gegner hier sogar noch einen Gefallen und fährt weiter in A rein, drückt da rein, fährt mir sozusagen entgegen. Das ist jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich da Brennen drauflege, halt mir so gedacht. Und ja, ist jetzt aber nicht gekommen, ein bisschen doof, aber ich hatte jetzt hier, ja, ich will jetzt hier mit der Smolensk ein bisschen, mit meinem großen Bruder mich anlegen, die ja Richelieu ein bisschen helfen, die da ordentlich von der Smolensk behakt wird. Ein bisschen verzielt, das ist nämlich gar nicht so einfach, die Smolensk, die ist ja nur auch relativ zügig. Ich selber fahre weg, muss also quasi immer noch das Wegfahren, die Zeit quasi mit einrechnen in die Flugbahn der Mumpeln, dass ich wegfahre und sie dann querfährt und damit auch eine höhere Geschwindigkeit sozusagen beim Zielen, ich muss weiter vorhalten, die ganze Geschichte. Das habe ich mir nicht so leicht getan. Jetzt sind die ersten Mumpeln endlich mal im Ziel angekommen. Gut. Verbrauchsmaterial haben wir uns angeguckt, jetzt kommen wir zu den Verbesserungen. Ich sagte ja vorhin schon im Hafen, dass ich mich noch nicht, also dass die Skillung in dem Gefecht nicht optimal war. Und ihr habt es auch schon gesehen, ich hatte schon mal einen Steuergetriebeausfall, so eine Sachen. Ja, das liegt einfach daran, dass ich in meinem Slot 2, nämlich der Schadensbegrenzungssystemmodifikation 1 Modul drin hatte und nicht das Schutzsystem für die Manövrierbarkeit. Das gehört aber auf diesen Kreuz auf jeden Fall mit drauf, dafür ist er dann doch relativ dünn gepanzert. Im ersten Slot habe ich die Hauptbewaffnungsmodifikation 1, also ein typisches Modul. In Slot 3 gibt es hier die Zielsystemmodifikation, um genauer schießen zu können, dass die Mumpeln eben genauer fliegen. In Slot 4, das hatte ich vorhin schon erwähnt, Steuergetriebemodifikation 1 für eine bessere Wendigkeit, also dass das Schiff halt schneller reagiert auf meinen Lenkeinschlag. Und dann haben wir noch in Slot 5 die Tarnsystemmodifikation und dazu gibt es ja immer noch, das wird ja immer wieder ganz gerne ausgeblendet, eine Erhöhung der Streuung der Gegnergranaten. Ne? So, jetzt konntet ihr sehen, die Richelieu hat leider zeitlich hier segnen müssen, ihr konntet ihr da nicht so stark helfen, wie ich mir das gewünscht hätte. Die Smolensk hat gebeacht, konnt ihr noch zwei Zitadellen mit hinten reindrücken. Mein Ziel ist jetzt, volle Kraft auf den Nebel zu nehmen. Und ich wollte dann Nebel zünden, wenn ich quasi die Sache so zwischen 10 und 9,1 Kilometer habe. Also da, wo ich die Smolensk vermute. Ja, das ist eben das Coole, dass selbst wenn der Nebel dann weggehen würde, er hört sich zumindest den ersten Schuss frei, ja, und würde quasi das Feuer eröffnen und sie hätte mich noch nicht vorher gesehen. Ja. Ja, es ist immer wieder ein Spielchen hier mit dem Schiffchen, darauf zu achten, dass man eben aus der Erkennbarkeit rausgeht und so eine Sachen. Und hier hat mir die Smolensk quasi meine Radar-Power quasi weggenommen, müsste man sagen. Ist da Breitseite rausgefahren
Und jetzt, ja genau, ich lade schon auf HE um. Das passt soweit mit die AP. Das wäre richtig geil gewesen, wenn man da gleich richtig getroffen hätte. Aber auch ihr seht ja, die Winkel sind gar nicht mal so schlecht, ja, von den Türmen. Und jetzt müssen wir da immer schon draufhalten. 6,5 Sekunden Ladezeit fühlt sich soweit auch recht angenehm an. Und ich bin ja jetzt auch schon runter mit meiner Ladezeit. Ne? Ich habe Adrenalinrausch hier mit drauf. Und ich habe ja schon die Hälfte an Energie verloren. Und ihr seht selber, ich bin so irgendwie bei 5,5 oder 5,6 Sekunden an Ladezeit. Das ist halt schon mega. Würde ich hier auf jeden Fall mit reinskillen. Das ist wirklich so eine Sache. Wenn man damit umgehen kann, am Anfang mal ein bisschen Schaden nehmen, dann ist die Ladezeit schon mal geringer. Hier haben wir schon eine Sekunde gespart, also richtig krass. Und jetzt fängt der große Bruder an, auf mich zu schießen hier. Das kann ich bis jetzt noch ganz gut dodgen. Und er macht jetzt ein paar Spielchen. Ich wechsle zwischen HE und AP ständig hin und her. Ist ein bisschen bescheiden, sage ich mal. Macht er sehr clever, muss man ihm lassen. Und jetzt ist leider der zweite Brand dazu gekommen und das will ich mir hier nicht erlauben. Einmal, weil ich eben schon so viele Ausfälle habe und ein Doppelbrand. Man hat keine Reparaturmannschaft. Das ist ein riesen Problem. Und deswegen skill ich nämlich hier jetzt eben auch ein bisschen mehr auf Survive. Wollen wir uns mal kurz die Signale angucken. Ich habe hier beides auf Brand. Also beide Signalflaggen für Brand in der X-Ray und Victor Lima dabei. Ich habe November Foxtrot drauf, ich habe Sierra Mike drauf für die Höchstgeschwindigkeit in der Yankee. Ne? Das ist eben diese Flagge, die ich eben schon ansprach. Versucht eure Branddauer auf dem Kreuzer zu verkürzen. Ihr habt die wenigsten Trefferpunkte auf der Stufe 8. Ja, das ist ist auf jeden Fall so eine Sache, die man mit im Kopf behalten muss, ja, dass man hier seine Überlebenszeit so ein bisschen verlängert, weil eben die Reparaturmannschaft oder auch der Nebel fehlt, um sich mal Beschuss zu entziehen. Ich habe hier echt Glück, dass die Torpedos, weil ich Hydro nicht angemacht habe, war quasi nicht mal so optimal gesehen, weil ehrlich gesagt, ich damit nicht mal gerechnet, dass die Torpedos da noch ankommen. Und konnte jetzt trotzdem den großen Bruder ein bisschen ärgern und ihn dann doch final versenken mit der Hilfe der Conqueror zusammen. Und ihr seht, das Gefecht hat sich ein bisschen gedreht. Wir haben Rückstand, ja, und keinen Cap. Der Kuf ist in Bar B also auf sich alleine gestellt und wir müssen jetzt hier ganz schnell dafür sorgen, dass wir halt noch cappen und ja, zusehen, dass wir den Kurfürsten da vielleicht noch unterstützen können. Wobei das auch beim Kurfürsten schon nicht mehr so gut aussieht von den Trefferpunkten her. Ja, und dann habe ich hier natürlich noch die Anti-Deto-Flagge dabei, um die Signalflaggen mal kurz abzuschließen. Ne? Da hinten geht die Hindenburg auf. Das ist ganz hervorragend, dass sie das für uns macht. Super toll. Das ist eine dankbare Geschichte. Der Conqueror hat sofort drauf abgesetzt. Da lebt die Hindenburg noch, aber hat noch ein zweites Mal hinterher mit den hinteren Geschützen wahrscheinlich geschossen. Und kann dann glücklicherweise sofort schon die Hindenburg aus dem Spiel entfernen. Das verschafft uns wieder zusätzliche Zeit. Kurz die Geschwindigkeit reduziert, damit wir hier im Cap sind und schnell durchcappen. Und ich fahre jetzt rüber zu B. Das ist jetzt der Plan. Der Kurfürst ist von uns auch raus. Steht 2 gegen 2 von den Trefferpunkten der Schiffe her. Sind wir auch in Rückstand. Seht ihr ja oben, 98k gegen 87k. Ist noch nicht riesig, aber naja, ist bescheiden. Dafür, dass wir mal deutlich geführt haben, ist das hier jetzt echt noch eine ganz knappe Kiste. Kurz zum Kapitän. Also voriges Ziel habt ihr schon immer mitbekommen, dass ich die Anzahl der Aufschaltungen eingeblendet bekomme. Präventive Maßnahmen ist hier schon geskillt und trotzdem hatten wir doch einigermaßen häufig Ausfälle. Also da muss man bei diesem Dampfer offensichtlich drauf achten. In der Reihe 2 hatte ich mich für Adrenalinrausch entschieden und dann eben den Tausendsasser. Und der Tausendsasser, der kann hier auch raus. Und dafür müsste man wahrscheinlich mit letzter Anstrengung skillen. Das ist hier wahrscheinlich der cleverere Skill bei dem Kapitän. In der Reihe 3 habe ich mich hier für Grundlagen der Überlebensfähigkeit entschieden. Das würde ich auch wieder so machen, einfach um die Branddauer weiter unten zu halten. Jetzt bin ich hier rein, sofort Überwachungsradar an. Das hat die Deering ordentlich überrascht. Naja, nicht ganz gut eingezielt, aber immerhin ein bisschen was getroffen schon mal. Und da können wir sogar noch ein zweites Mal hinten absetzen. Und da ja, ist der Eindruck doch schon nochmal ein bisschen größer. Das sind nochmal 3000 Trefferpünktchen gewesen. Die Sandra erwischt mich nicht
Und jetzt sieht es von den Trefferpunkten auch ein bisschen anders aus. Die haben nämlich nur 30.000. Ja, dadurch, dass die Sandra für mich noch nicht offen war, hatte sich die Grafik noch nicht so richtig aktualisiert. Das Overlay. Und jetzt sehen wir, oh, das könnte noch klappen. Jetzt erstmal schnell B-Ketten. Da kommen die Torpedos. Das war zu erwarten. Deswegen habe ich Hydro angemacht. Und ich erwarte jetzt, dass die Conqueror hinten um die Insel rumfährt. Der Kurs ist ja eindeutig. Und ich time das jetzt so ein bisschen. Ist natürlich... Ich könnte jetzt auch anders gewartet, selbst wenn ich jetzt nicht die Insel vor der Nase gehabt hätte. Aber wichtig war eben, dass wir möglichst zeitgleich rausfahren. Ich gehe ja zu dem Zeitpunkt davon aus, dass ich entdeckt werde, wenn ich da durchfahre. Und weil eben irgendwie die Deering halt knapp am Cap-Rand ist. Weil die lässt mich cappen, ist sich deiner Sache wahrscheinlich einigermaßen sicher. Jetzt haben wir B durchgecappt, erobert. Und wir pushen da durch. Ganz kurz, Grundlage der Überlebensfähigkeit habe ich gesagt, ich habe Inspekteur und Sprengmeister noch drauf und dann den Tarnungsmeister, damit wir eben auf diese 9,1 Kilometer kommen, ne, bei der ganzen Geschichte. Jetzt geht die Sandra schon mal auf, ich schieße ganz bewusst nicht, die ist nämlich noch außerhalb meiner Erkennbarkeit, also ich bin nicht offen und ich muss jetzt warten, dass die Sandra, dass die Conqueror hinten rumkommt. Das ist der Plan, den ich jetzt gerade habe. Die Conqueror soll rumkommen und die Sandra soll schießen. Wenn die nämlich schießt, dann habe ich 20 Sekunden Zeit. Jetzt, in dem Fall, ist es soweit. Und ich habe jetzt Zeit und kann erstmal der Sandra ordentlich einen verplätten. Erstmal HE rein, aber die fährt ja Breitseite, also gleich AP. Ihr habt es ja auf der Bismarck gesehen, wie stark die AP ist. Und wir geben hier Gummi. Ordentlich Gummi. Jetzt mache ich gleich einen kleinen Fehler. Ich will nämlich unbedingt nochmal die hinteren Geschütze reinbringen. Da hat meine innere Uhr gesagt, das schaffe ich noch. Setz auch ab, aber da kommen schon die Mumpeln der Sandra und das wird bitter. Aber ich habe noch richtig Glück gehabt dabei, dass noch 3000 Trefferpunkte stehen bleiben. Die Conqueror hat da nochmal mit draufgehauen und wir haben die Sandra tatsächlich innerhalb kürzester Zeit noch erledigt. Das war richtig geil. Jetzt führen wir gleich nach Punkten, weil wir eben zwei Caps haben und wir haben noch ein paar Sekunden, dann ist das Gefecht durch. Jetzt muss bloß noch die Conqueror überleben. Und dann haben wir hier ein wirklich spannendes Gefecht gehabt und nebenbei konnte ich euch noch ein bisschen was zur Oshakov erzählen. Wenn euch das Gefecht gefallen hat, ihr seht es gerade eingeblendet, lasst uns ein Abo da, drückt auf die Glocke, einen Daumen nach oben, erzählt euren Freunden gerne weiter von unserem Kanal und dann haben wir bald noch mehr Leute, die sich hier von uns informieren lassen. Ja, hervorragendes Gefecht, 87.000, das passt mir irgendwie, das hat mir echt gut gefallen und das sieht man hier auch in der Auswertung, Teamwertung, hat ganz ordentlich gepasst, war ein schönes, spannendes Gefecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich auch nicht erwartet, dass das so kommt. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Und dann, ja, sage ich danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream hier auf dem Sieghaus-Kanal. Ciao, ciao.